Hallihallo zu Shoki Banoki New Television TV zu Daily, eurer Extraportion Angeberwissen. Ja. Ich bin der Sashi und das da ist der Till. Der Till von seinem YouTube-Kanal haben wir ja gebeamt, von Till und seinem Vlog. Ja. Und heute haben wir den 15. Juni und der 15. Juni, da haben wir auch wieder ein Geburtstagskind. Und dieses Geburtstagskind, wie heißt denn der überhaupt? Moment mal. Ach nee, Quatsch, du hast jetzt Geburtstagskind. Ich habe ja gar keine Informationen über das Geburtstagskind. Neil Patrick Harris. Genau. Ja, den kennen wir ja aus... Barney Stinson. Wie? Barney Stinson, How I Met Your Mother. Ja, ich guck das ja nicht. Ja. Ich guck das doch nicht. Ich finde doch sowas doof. Das ist... So, Sitcom finde ich doof. Ja, das ist aber toll, weil jetzt als Hintergrundwissen muss man dazu sagen, dass er ja in How I Met Your Mother quasi den Frauenklarmacher schlechthin spielt und im eigentlichen Leben schwul ist. Der ist schwul, gell? Das habe ich auch mitbekommen. Ja, genau. Und in der Serie ist er der absolute Brecher, ne? Ja. Hammerhart, darauf muss ich erstmal ein Bierchen trinken. Prost. Mhm. Merkt ihr was, wie hier die Gäste behandelt werden? Du hast doch da vorne irgendwo was liegen. Da vorne! Was kann ich denn dafür, wenn du hier das Catering, das da hier da vorne liegen lässt? Gaston? Ja, Gaston. Gaston heißt das, oder? Bitte? Gaston, heißt das nicht Gaston? Ist doch egal. Guck mal Pulp Fiction, dann wird das nämlich erzählt. Am 15. Juni, Nummer 1 in der Hitparade 1987 war das Lied von Whitney Houston. Huh? Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Kennst du das noch? Nein. Kennst du nicht? Nein. Ach du Scheiße. Wie erkläre ich im Blinden was von Farben? I Wanna Dance With Somebody. Nee, wie geht denn die Melodie? Irgendwie so mit Huhuhu. Kennst du das? Ich kann es mir bildlich vorstellen. Whitney Houston, irgendwas bildlich, halt in den so oberen Tonen. Du sollst es im Ohr haben. Ja. Das hat mit Bildern nichts zu tun. Also Whitney Houston auf jeden Fall, I Wanna Dance With Somebody, war 1987 Nummer 1 am 15. Juni und das für 5 Wochen. Fünf Wochen? 5 Wochen lang. Da kam wahrscheinlich hinterher nicht viel raus. Von ihr? Nein, überhaupt. Achso, war sowieso Flaute oder was. Es war Sommerloch, da wird nicht viel veröffentlicht, das erklärt das. Ja. Aber was war noch am 15. Juni? Ja, da war... Das war 1919. Und zwar sind da die beiden Engländer, das muss ich jetzt gerade mal ablesen, John W. Alcock und Arthur W. Brown im Flugzeug zusammen über den Atlantik. Ja. Das haben die gemacht. 1919. Ich nehme an, das waren die ersten. Und, hier sehen wir sie, die beiden Jungs. Das waren die Brüder, oder was? Nein. Ach so. Alcock und Brown. Ach so. Ja, aber dann waren es uneheliche Brüder, Halbbrüder, eventuell. Ja. Nein, schau mal, der eine hat volles Pfannkuchengesicht. Ja, ist ja okay. Ich war ja nur... Und die sind über den Atlantik geflogen. Die sind zusammen, 19. Also zu zweit. Also ich nehme mal an, dass es vor dem ersten Alleinflug war, weil sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Das zu erwähnen. Das ist ja... Wenn der erste Alleinflug schon war, dann sagt man so, aber wir waren schon zu zweit. Wir waren dann zu zweit. Und wir sind jetzt mit drei darüber genau. geflogen. Ja, erste, und jetzt der A380... Das heißt, wir fliegen mit 400 Leuten. Ja, nee, 868 sind es übrigens. Echt? Ach komm, hast keine Ahnung mehr. Ja, also auf jeden Fall, der Lindbergh war ja der erste alleine. Und die waren dann die ersten zu zweit. Also vorher. Vorher wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Weiß man nicht so genau. Ja, aber was am 15. Juni ja auch war, eine Hitzewelle in Valencia. Valencia ist ja hier unten in Spanien, siehst du? Ja. So, ja. Und da war eine Hitzewelle und an dem 15. Juni sind die Temperaturen bis auf 41 Grad gestiegen. Ja? Es kam zu schweren Gewittern und starken Regengefällen, Hagel, Blitz und ganz viele Brände. Na ja gut, es ist fast Sommer, das erwarte ich dann aber auch irgendwie von Spanien. Nee, aber das war jetzt... Wie? Naja, wenn ich da in Urlaub hinfahre, dann will ich doch, dass es warm ist. Aber es waren 41 verdammte scheiß Grad da. Ja, ist doch angenehm. Im Schatten. Urlaub. In der Sonne sind es 407 Grad. Setz dich schön ins Wasser. Cocktail. Ich merke gerade, du hast überhaupt keine Ahnung. Ja, darauf kann ich noch mal ein Bierchen trinken. Aber mach dir nichts. Mach du mal die Abmoderation. Ja, das war's dann für heute. Morgen gibt's eine neue Portion. Dann bin ich nicht da, weil das ertrage ich nicht jeden Tag. Natürlich nicht. Also, macht's gut. Cheerio, Miss Sophie.